Wir wollen jetzt die Marie-Therese Zirmer auf die Bühne bitten. Es gibt nämlich heute eine Wien-Premiere, sozusagen die neue Broschüre der Kreativwirtschaft Austria, die wir auch gemeinsam mit der Erste Bank machen. Broschüre ist ein bisschen zu wenig gesagt, das ist ein kleines Büchlein. Ist fertig, die Gesellschaft der Kreativen, Wertschöpfung im Zeitalter der Kooperation. Und wir stellen sie heute erstmals in Wien vor. Und Marie-Therese Zirm ist nicht nur eine gestandene Unternehmerin, so wie die anderen vier, und auch selbst eine Labelbetreiberin von Kardamom. Sie hat gemeinsam in ihrem Label eben diese Broschüre, dieses Buch gemacht. Ja, jetzt würde mich interessieren, was sind so Lessons learned, die irgendwie sich auch generell durchziehen, abseits all der subjektiven Erfahrungen. Was haben wir hier da jetzt noch gar nicht besprochen, ist aber laut euren Recherchen essentiell fürs Gelingen? Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass wir heute hier stehen können und eben diese Publikation mitbringen und unter die Menschen bringen können. Jetzt ist diese Frage irrsinnig schwierig, weil ich bin da gesessen und habe zugehört, einerseits den Vortrag von Professor Kutzko, dann irgendwie diese wertvolle Frauenrunde hier mit lauter erfahrenen Unternehmerinnen und jetzt dem noch zu sagen, ja, das und das hat noch gefehlt. Ich habe immer gedacht, das steht auf Seite 24, das steht auf Seite 32, das steht auf Seite 70. Also, ich muss schön fürs Buch. Ne? Schön fürs ja, und zwar nämlich folgendes, ich habe das ja nicht allein geschrieben, ja, und ich habe es gemeinsam geschrieben mit Frau Magister Nina Popp, die auch heute da ist, irgendwo da hinten sitzt sie, also als Co-Autorin, das heißt, allein das Schreiben dieses Buches war eine Kooperation, vertraglich geregelt natürlich, und unter dem Label Kardamom. Und das ist eben sehr spannend jetzt, die Erkenntnisse waren eigentlich, es war ja die Herausforderung, etwas zu schreiben, dass ich nicht sofort zum Rechtsanwalt gehen muss, so gut es ist, rechtliche Beratung einzuholen und auch natürlich so sich zu begleiten, sondern sozusagen im Sinne eines Empowerments auch zu sagen, ich bin Kreativschaffende, wir haben nicht alle sofort 1000 Euro in der Hand, wenn uns eine gute Idee kommt, sondern es gibt die Möglichkeit, da hineinzuschauen und einmal so ein Basiswissen und ein Basis-Know-how sich anzueignen. Und wir haben gemeinsam, Nina Popp und ich, mit ganz, ganz vielen Unternehmerinnen und Kreativschaffenden gesprochen, auch mit zwei, die hier auf der Bühne sind, also mit Verein ESA bzw. den Kreagenten, die auch als Praxisbeispiel genannt werden. Und was wir draufgekommen sind, Kreativschaffende wissen, dass es notwendig ist, rechtlich etwas zu regeln. Aber das heißt noch lange nicht, dass sie es tun. Und das ist der Punkt. Ja. Das heißt, wir wissen alle, das ist schon wichtig, aber wie machen wir es dann? Und das war so ein wichtiger Punkt für uns, also so eine Erkenntnis, die sind nicht, ich sage das jetzt so böse, die sind nicht so dumm und glauben und so naiv, man muss das irgendwie nicht tun. Ja. Das stimmt nicht. Ja. Kreativschaffende sind sehr informiert, sie wissen, dass es notwendig ist, aber wie geht man es dann an? Das heißt, das ist auch eine ganz starke Disziplin und auf den Boden bringen Frage. Ja. Genau, und ich habe mir Erkenntnisse aufgeschrieben und habe das nicht so nett gefunden, weil ich das Gefühl hatte, ich kann das jetzt so schön verbinden mit dem, was hier diskutiert wurde. Weil es gibt, also wir sind die Publikation so angegangen, dass wir gesagt haben, es gibt einen Dreischritt. Das erste ist das Matchmaking. Das heißt, ich komme drauf, ich will nicht alleine oder ich kann nicht alleine. Das heißt, ich suche Partner, Partnerinnen. Wie mache ich das? Wo finde ich die? Das ist so dieses erste Kapitel. Dann sagt man, na gut, jetzt wir haben uns gefunden, wir wollen, aber welche Rechtsform ist die für uns passende? Da geht es ganz viel um Unternehmensformen und Rechtsformen. Und der dritte Teil ist dann, jetzt leben wir miteinander, jetzt kooperieren wir miteinander, aber was sind da neben den, wie wir heute schon gehört haben, gibt es ja diese juristischen Dinge, aber es gibt ja auch diese sehr emotionalen, sehr persönlichen Sachen. Und ich habe mir dann gedacht, so zu diesem Matchmaking ist ein sehr gutes Beispiel, so wie die Kreagenten, die sagen, okay, ich weiß, ich will nicht alleine sein, was kann ich und was kann wer andere und wie können wir das tun? Bei den Rechtsformen ist ja auch immer, alle wollen Patentrezepte, ja? Die gibt es nicht. Ja? Und ich weiß, dass wir auch immer im erweiterten Redaktionsteam diskutiert haben, es muss noch konkreter sein und gibt es nicht eine Mustervorlage und wie kann so ein Vertrag ausschauen. Und wir haben immer mit den Rechtsexperten und Expertinnen gesprochen und mit den Erfahrungen der Kreativen und waren da in dieser Zwischenposition und haben das Problem gehabt von, das gibt es nicht. Wir würden sie auch gerne reinschreiben, ja, und sagen, damit seid ihr sicher. Und so wie auch der Professor Kutzko gesagt hat, naja, es fängt bei 1000 Euro an und geht hinauf, weil jeder Fall ist anders und so ist es auch. Ja. Und da hat mir sehr gut gefallen, von Göttin des Glücks, diese Entwicklung auch zu hören. Ja, und zu sagen, wenn ich eine Rechtsform gefunden habe, heißt das nicht, dass ich bei der mein ganzes Unternehmerinnenleben lang bleibe.
sondern es ist eine Entwicklung, es passt immer wieder was anderes und da sozusagen, es ist wieder Businessplan, das entwickelt sich ständig. Es gibt draußen auch die Möglichkeit, mit allen, die hier jetzt am Podium waren, außer unserem Keynote-Referenten, der weg musste, noch weiter zu reden, weil es Gesprächsinseln gibt. Es gibt auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Erste Bank, die zur Verfügung stehen und sehr zahlreich gekommen sind, mit denen wir Gott sei Dank jetzt schon mehrere Jahre diese Veranstaltungsreihe machen können. Und Sie bekommen auch alle dieses Büchlein, die Gesellschaft der Kreativen, und können auch natürlich weitere kostenlose Exemplare bestellen. Auch das ist eine Frucht der Kooperation mit der Ersten Bank, möchte ich noch dazu sagen. Damit hätte man, glaube ich, alles gesagt. Dieses Event ist auch wieder im Internet gestreamt worden. Also es konnten uns nicht nur Sie hier folgen, sondern hoffentlich eine recht breite Community. Und wir fühlen uns deshalb ein bisschen weniger schlecht, dass es dann doch immer Platzbeschränkungen gibt, auch wenn der Zustrom so groß ist. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr angenehmen Abend, viele Inspirationen, neue Kontakte. Und das Buffet ist, glaube ich, eröffnet. Applaus